Aloha und willkommen zum zweiten Teil des Phase 5 Videos. Nachdem wir uns im ersten Teil schon alles angeschaut haben, was vor allem mit Ankerai passieren wird, geht es heute hauptsächlich um die anderen Dinge, welche die fünfte Phase von WoW Classic mit sich bringt. Wer also den ersten Part verpasst hat, der kann das gern noch nachholen. Wir verlinken diesen am Schluss des Videos oben rechts im Eck. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch super gern einen Daumen nach oben da. Freut uns auf jeden Fall sehr. Vielen Dank. Mit der fünften Phase stehen die Gefechtsabzeichen-Quests in der Burg Silithus zur Verfügung. Bei diesen gibt es das ein oder andere gute Item abzustauben. Wobei abzustauben hier definitiv das falsche Wort ist, da ihr einiges dafür tun müsst. Die erste Voraussetzung ist, dass ihr eine gewisse Rufstufe beim Zirkel des Szenarios habt. Umso höher ihr seid, umso besser werden die Items. Allerdings benötigt ihr dann auch umso mehr Materialien, um die Quest zu erledigen. Dazu aber gleich mehr. Schauen wir uns aber erst einmal die Items an. Mit der Rufstufe Freundlich könnt ihr die Quest Schlachtrüstung des Kriegsfreiwilligen abschließen. Die Items können sich definitiv für Twinks sehen lassen, vor allem der Ring und der Umhang. Mit Wohlwollend könnt ihr die Veteranenquest abschließen. Auch hier sind vor allem der Ring und die Brust für eure Twinks auf jeden Fall ein Auge wert. Bei Respektvoll kommt ihr zum Gefolgsmann-Quest. Ab jetzt gibt's epischen Loot. Hier kommt es natürlich immer darauf an, wie euer Itemstand ist. Ich würde aber persönlich sagen, dass die Armschienen und der Ring hier vielleicht mit dem ein oder anderen Raid-Item konkurrieren können. Die letzte Quest ist die Feldherren-Quest. Dafür müsst ihr beim Zirkel des Szenarios, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, ehrfürchtig sein. Hier werden es vermutlich einige Melees und Hunter auf Erdschlag abgesehen haben. Ein Schmuckstück, welches euch nach Benutzen 280 Angriffskraft gewährt und nur 2 Minuten Cooldown hat. Allerdings teilt sich dieser den Global CD mit anderen benutzbaren Trinkets. Zorn des Szenarios, ein Casterring, klingt in der Theorie auf jeden Fall auch super. Die Frage wird nur sein, wie oft prockt das Ding eigentlich und lohnt es sich dann auf Mainstats eines anderen Ringes zu verzichten? Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Der Zweihandstreikkolben Faust des Szenarios ist unserer Meinung nach die Mühe nicht wert, deswegen lassen wir diesen hier einfach mal außen vor. So, wie kommen wir denn jetzt an die Items? Ihr geht zum Taurenschmied namens Vagus in der Burg von Szenarios und sprecht diesen an. Bei diesem könnt ihr jetzt auf jeden Fall alle Quests für die jeweiligen Items annehmen. Dieser möchte jetzt neben der erwähnten Rufstufe beim Zirkel des Szenarios, welchen ihr vor allem in AQ20 erhöht, diverse szenarische Gefechtsabzeichen, Versorgungsabzeichen sowie Strategieabzeichen haben. Besagte Abzeichen könnt ihr euch gegenüber beim Elfen namens Windrufer Kaldon mit der Quest Felddienst verdienen. Dieser gibt euch nach dem Annehmen ein nicht unterzeichnetes Felddienstpapier, welches ihr via Rechtsklick unterschreibt und dann zum Anführer der jeweiligen Fraktionsaußenposten bringt. Nicht wundern, dieser wird gerne mal von den riesigen Jägerbestien angegriffen, da müsst ihr warten, bis diese erledigt ist, anschließend wieder zurück in die Burg zu Kaldon. Nun könnt ihr die unterzeichneten Papiere gegen einen Auftrag eintauschen. Keine Angst vor der Wahl, ihr müsst diese des Öfteren wiederholen, da es pro Auftrag nur ein Abzeichen gibt. Wählt ihr hier zum Beispiel den Kampfauftrag, bekommt ihr mehrere unterschiedliche Killquests in Silithus, bei denen ihr die Elitekäfer in den verschiedenen Schwärmen umhauen müsst. Der taktische Auftrag lässt euch beispielsweise ebenfalls in das Elitekäfergebiet gehen, um dort einen Speer in der Höhle zu finden. Nehmt also im Vorfeld immer einen Kampfauftrag sowie einen taktischen Auftrag an, dann könnt ihr 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bei den Logistikaufträgen, welche ich euch gerade schon im Hintergrund zeige, müsst ihr diverse Items abgeben. Hier würden wir euch empfehlen, gleich mehrere Logistikaufträge auf einmal anzunehmen, auch wenn ihr dafür ein paar Mal hin und her rennen müsst. Für das Erledigen gibt es dann eine Folgequest sowie die Versorgungsabzeichen. Für das Item Erdschlag benötigt ihr zum Beispiel 15 Gefechtsabzeichen, 20 Versorgungsabzeichen und 20 Strategieabzeichen sowie ein Mal des Szenarios. Das nimmt also definitiv mehr als einen Vormittag in Anspruch und könnte zudem das ein oder andere an Gold kosten. Überlegt euch also gut, ob euch das Ganze wert ist. Wir verlinken euch alle Abzeichenquests sowie Belohnungen in der Beschreibung, dann könnt ihr euch selbst nochmal einen Überblick verschaffen. Neben dem Zirkel des Szenarios gibt es noch die neue Fraktion Brut von Nostormus, welche Abkömmlinge des bronzenen Drachenschwarms sind. Dessen Rufstufe müsst ihr erhöhen, um das neue T2,5 Set aus AQ40 tragen zu können, beziehungsweise wenn ihr vorhabt, die Öffnungsquest der Tore von AQ zu machen. Außerdem gibt es ab Neutral einen epischen Ring, welcher sich pro Rufstufe verbessert. Wenn ihr es schafft, bei Nosdomus mindestens einen neutralen Ruf zu erreichen, dann solltet ihr in der Burg in Silithus bei Baristolf der Sandstürme die Quest, was uns morgen erwartet, annehmen. Dieser schickt euch nach Tanaris zu den Höhlen der Zeit. Seid ihr jetzt mindestens Rufstufe neutral, könnt ihr mit einer Chronos sprechen und euch einen epischen Ring je nach eurer Spezialisierung aussuchen. Wie erwähnt, verbessert sich dieser pro aufgestiegene Rufstufe. Ach ja, die Quest, was uns morgen erwartet, ist, wie im ersten Video erwähnt, die Akut-Zepter-Quest. Ihr müsst die Folgequest demnach nicht unbedingt machen. Ihr könnt sie dann im Anschluss einfach abbrechen. Neben den bereits erwähnten Rezepten aus Akku kommen auch hier noch ein paar weitere ins Spiel. Da wir euch aber die nicht trocken im Atlas-Loot vorlesen wollen, machen wir die wichtigsten im Schnelldurchlauf. Beim Stamm der Zandalari bekommt ihr auch freundlich das Verzauberungsrezept hervorragendes Manaöl für 12 MP5 und plus 25 Ethyl sowie auf Wohlwollend die Formel für das Zauberöl mit 36 Zauberschaden und einem Crit. Bei der Thorium-Bruderschaft gibt's mit freundlichem Ruf das Alchi-Rezept Elementarfeuer transmutieren. Damit könnt ihr ein Herz des Feuers in 3 Elementarfeuer verwandeln. Wird den Preis von Elementarfeuer auf jeden Fall
drastisch senken. Die Fraktion der Holzschlumpfeste bringt euch ebenfalls mit einem freundlichen Ruf die VZ-Formel Zweihandwaffe Beweglichkeit, welche 25 Agi gewährt. Sollte vor allem für Hunter interessant werden. Für die schadenmachenden Plattenträger unter euch gibt's ab Phase 5 die Gamaschen der Titanin. Gefühlt ein Lionheart-Helm für den Beinslot. Die Kosten werden zumindest ähnlich sein. 12 Arkanitbahn, 20 verzauberte Thoriumbahn, 10 Essenzen der Erde sowie 2 Fläschchen der Titanen. Das Rezept scheint zudem ein Random Drop zu sein, welches vor allem bei höherstufigen Mobs fallen gelassen werden kann. Das T0,5 Set oder auch Dungeon Set 2 genannt, kommt mit Phase 5 ins Spiel. Dafür müsst ihr allerdings einige Items und Gold mitbringen. Aber fangen wir von vorne an. Wir möchten an dieser Stelle nicht alle Klassensets mit euch im Detail durchgehen, sondern nur mal oberflächlich betrachten und uns anschauen, was uns allgemein mit dem T0,5 erwartet. Das Set kam damals mit Patch 1,10 ins Spiel und diente vor allem Gelegenheitsspielern als gute Alternative zum T1 Set. Ihr benötigt für die 25-teilige Questreihe das komplette T0 Set, welches dann wiederum zu einer aufgewerteten Version geupgradet wird. 4 Teile davon werden sogar zu epischer Qualität. Die Reihe starten Allianzspieler mit der Quest für die Armschienen bei Deliana im Thronsaal von Ironforge, Hordler hingegen bei Mokvar im Tal der Weisheit in Orgrimmar. Alle benötigten Materialien blenden wir euch gerade im Hintergrund ein. Ihr seht schon, das Ganze wird auf blöd, je nach Server natürlich an der 1000 Goldgrenze nagen. Warum sollte ich das jetzt aber als gut ausgestatteter Spieler machen? Der einzige Grund wäre auf jeden Fall die einzigartige Questreihe, welche euch durch diverse 5er-Instanzen mit neuen Bossen und neuem blauen Loot führt und allgemein zu den coolsten in ganz Classics zählt. So wirklich gebrauchen kann man es aber als epischer Raider, der jede Schlachtzugs-ID mitgenommen hat, aber eher weniger. Bis vielleicht der Schurke mit dem 4er-Set, welcher wahrscheinlich vor allem zum Start von der Q sehr mächtig sein kann. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Also nochmal kurz zusammengefasst, fragt euch wirklich, ob ihr Lust auf das Ganze habt. Wenn ihr die Zeit und vor allem das Gold besitzt, um zum Beispiel das Ganze mit eurem Twink durchzuziehen, dann tut das auf jeden Fall. Ich meine, voraussichtlich ist das eure letzte Chance, diese Questreihe nochmal auf einem offiziellen Server zu machen. Die Sets sind vor allem auch echt gut im PvP. Wenn ihr also in diese Richtung gehen wollt, könnt ihr man es sich überlegen. Die Questreihe an und für sich lohnt sich definitiv, auch wenn sie, wie gesagt, einiges an Gold kostet. Die Voraussetzung dafür ist mindestens Level 58, zudem solltet ihr das ganze T0-Set haben, wobei ihr beim Start der Quest lediglich die Armschiene benötigt, müsst also nicht unbedingt von Anfang an das volle Set besitzen. Seid euch außerdem bewusst, dass das besagte T0-Set dadurch ersetzt wird. Ihr habt demnach nur noch das T0,5-Set. Außerdem müsst ihr auf jeden Fall mindestens wohlwollend bei der Agentumdämmerung sein, denn da müsst ihr spezielle Items kaufen. Allgemein ist die Reihe in 4 Questphasen aufgeteilt, die jeweils ein anderes Teil eures T0-Sets upgraden. In der ersten Phase gibt es die blauen Armschienen, in der zweiten dann den Gürtel sowie die Handschuhe, wobei letztere episch sind. In Part 3 bekommt ihr die blauen Hosen und Schultern sowie die epischen Schuhe und im letzten, also Part 4, gibt es dann den epischen Helm sowie die epische Brust. Wir verlinken euch die Sets aller Klassen ganz unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr, wenn ihr wollt, das jeweilige T0,5-Set eurer Klasse genauer unter die Lupe nehmen. Druiden, Schamanen und Paladine bekommen endlich ihre Götzen, Totems und Buchbänder für den Fernkampfwaffenslot. Zumindest 3 davon in Phase 5 sowie 3 weitere in Phase 6. Schauen wir uns aber mal die OSP 5 an und fangen direkt mit dem Druiden an. Hier gibt es den Götzen der Verjüngung, welche bei einem neuen Boss in der unteren Blackrock-Spitze droppt. Der Boss kann allerdings nur beschworen werden, wenn ihr beim 4. Schritt der T0,5-Questreihe seid. Dadurch müsst ihr zudem ein Item von der Agentum-Dämmerung kaufen, was alleine 120 Gold kostet. Außerdem müsst ihr hier mindestens respektvoll sein. Einen weiteren Götzen gibt es bei Lord Rockor in den Blackrock-Tiefen, welche vor allem für Feral-Druiden interessant sein dürften. Der letzte und zudem beste für die Heiler unter euch ist der Götze der Gesundheit, welche von Viskidus in Akku 40 fallen gelassen wird und eure Zauberzeit von heilender Berührung um 0,15 Sekunden senkt. Paladine bekommen mit Buchband der Wahrheit ein Item, welches vor allem relativ simpel zu farmen ist, da dieses vom Magmus im BRD gedroppt wird. Dieses erhöht die Rüstung von Aura der Hingabe um 55. Das Buchband der Hoffnung verringert die Mana-Kosten eurer Siegel um 20 Punkte und wird von Isalien ebenfalls ein beschwörbarer Boss aus der T0,5-Reihe in dem Ost fallen gelassen. Das beste Buchband ist auch hier das epische aus Akku 40, welches die Mana-Kosten von Reinigung des Glaubens um 25 Punkte verringert und vom Boss namens Fangriss erbeutet werden kann. Last but not least der Schamane. Das erste Relikt namens Totem der Wiedergeburt droppt ebenfalls Isalien, der eben beschriebene Boss aus dem Ost. Dieses verringert die Abklingzeit von Reinkarnation um 10 Minuten. Das zweite nennt sich Totem des Zorns und erhöht den Schaden eurer Zauber Erdschock, Flammenschock sowie Frostschock um bis zu 30. Auch dies wird von Magmus, einem leicht zu erreichbaren Boss, in den Blackrock-Tiefen fallen gelassen. Das Beste für Heiler gibt es auch hier in Akku 40 bei Fangriss, welches den Namen Totem des Lebens trägt und eure geringe Heilung um bis zu 80 erhöht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch super gerne einen Daumen und ein Abo da. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. In dem Sinne, viel Spaß im P5, wir sehen uns im nächsten Video. Ach ja, und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja tatsächlich nie, wo einen die Reise noch hinführt.